Willkommen zu einer neuen Woche Deckbewertung. Falls ihr euch euer Deck schicken wollt, kommt auf den Discord-Server, Link in der Videobeschreibung. Deck diese Woche kommt von Small Boss the Third und ist ein Scareclaw-Deck. Ja, Scareclaw, Super Poli, Adventurer Engine, schauen wir mal, wo wir landen. Yu-Gi-Oh! Spielen gegen Nova. Nee, Nova 64. Der eine Custom Playmate hat. Und Shifter spielt. Shifter Pass. Nee, nicht Pass. Ich glaube, wir haben angefangen. Wir haben angefangen. Ach so, ja. Ich würde sagen, wir normeln einen, den Typen, den wir zweimal haben, gehen in den Link, suchen uns den Field Spell und passen den Turn. Das klingt nach also einem Plan. Also außer dir fällt irgendwas ein, was wir sonst stattdessen machen können, mir nicht. Nee, wir können zwar minus unendlich gehen für irgendeinen Play, aber nichts, was sich lohnen würde. Ja genau, aber der minus unendlich Teil des minus unendlich Gehens gefällt mir nicht so vor. Halt, den haben wir nicht zweimal. Ach halt, stimmt. So, dann du. Ja. Ja. Kurzen Denkfehler gehabt. So, nein. Hallo Leithart. So, mal gucken, gegen welche Art von Schifferdeck wir hier spielen müssen. Imper? Ash, okay. Passt, sind wir noch eine Karte mehr losgeworden? Jetzt könnten wir theoretisch Reichhardt specialen, ne? Und der könnte dann was nochmal machen? Der könnte dann den kaputt machen und... Das ist ein Visa Starfrost, das ist nicht Reichhardt. Achso, Reichhardt meintest du, sorry. Adjacent to us, ja, das heißt, wir könnten ihn unter denen beschwören und dann kann er was suchen. Genau. Ich glaube, das machen wir. Ja, weil davon ausgehen, dass wir gegen Flu spielen, wird das hier wahrscheinlich nicht reichen. Ja. Es besteht also die Chance, dass wir nicht gegen Flu spielen. Das wäre eine Idee. Der hier bringt noch nix. Der Revive ist Bullshit. Ja, dann einfach Twinsaw, oder? Ja. Ja. Wir können jetzt theoretisch zwar Starfrost holen und damit in den 10er Synchro gehen, in eine Fleur oder so, ich weiß nicht. Ja, wir haben Fleur, aber... Ich meine, dann wäre halt der... Aber dann ist die Scareclaw-Ding nicht mehr live. Das, ja, genau. Wir haben halt dann... Wir tauschen halt dann den... Ja gut, wir können den noch specialen, dann ist die wieder live, aber... Aber dann sind wir komplett all-in. Ja. Andererseits... Ich glaube, wir... Es ist halt die Frage, wenn wir sind komplett all-in, ja, aber wir haben halt dann auch einen Doppelschuss und einen Negate, das ist halt auch nicht nix. Ja, okay, komm. Machen wir's? Okay. Ja. Dann müssen wir jetzt erst ihn specialen. So, nein. Dann kommst du. Oh Gott, weißt du, was mir gerade auffällt? Wir haben das vergeicht. Hm? Wenn wir erst den Dreier specialen, dann den Visa Starfrost specialen und dann den Vierer specialen... Dürfen wir noch eine Karte ziehen. So, ich glaube, wir machen trotzdem Lightheart kaputt, oder? Ja, weil wir haben noch einen zweiten Lightheart. Und der ist ja once per Duel, also von daher ist das Wumpe. Aber ja, stimmt, da hätten wir noch eine Karte ziehen können auf die Art. So, Fleur... Mhm. Und Set Twinsaw. Okay, dann schauen wir mal. Mhm. Hat es zwar wehgetan, aber immerhin haben wir was. Ja. Mhm. Sure, Buddy. Wir setzen ja eh auf... Ah, Kasch. Ah, okay. Hauen wir das weg? Dann ist das Play doch jetzt, dass er den hat, sich was sucht, das dann specialt und dann ballern wir beides kaputt, oder? Mit Twinsaw. Ja, stimmt, das macht mehr Sinn. Ja.
Soll er mal. Und falls er dann noch einen hat, haben wir Fleur. Und dann ballern wir mit Fleur lieber das Follow-up weg, genau. Kommt natürlich auch ein bisschen drauf an. Ja. Ich überlege gerade. Fenrir. Wenn wir jetzt nichts machen. Dann würde er ihn entweder aktivieren und dann den Flurnigate fressen oder angreifen, aktivieren und den Flurnigate fressen. Also machen wir jetzt nichts. Okay. Weil ich meine, er kennt Fleur. Ja, okay, dann machen wir jetzt nichts. Aber Twinsaw kennt er auch. Wenn er Battleface geht, müssen wir Eintritt Battleface ballern. Weil sonst rennt er über den Scarecrow drüber und aktiviert Fenrir dabei nicht. Und dann ist Twinsaw kaputt, ja. Richtig. Aber wieso Eintritt? Also klar war das dann aktiviert und trotzdem müssen wir negieren und schießen, ja. Oder wir schießen den jetzt kaputt. Nein. Oder wie genau liest er sich nochmal? Ist der von irgendwas geschützt? Also könnten wir, aber... Ja, die Frage ist, schießen wir den jetzt oder behalten wir den Flurnigate? Ah, Quatsch, den kann man mit Fleur nicht negieren. Haha, nee. Wir müssen ihn ballern. Nee, wir müssen ihn ballern, eben. Ja, dann ballern wir ihn jetzt. Weil er darf ja jetzt nicht mehr spielen, also von daher. Ja, weil das hat er sich ja gelockt. Genau. Putz! So. Warte, hätte der seinen Effekt überhaupt aktivieren dürfen? Ja. Der hat auch selber mehr als 3k gehabt. Durch den Fieldspell. Oh, ja, aber er hätte einfach über Fleur drüber rennen können. Ja. So, ja, das ist nicht viel, deswegen greifen wir jetzt einfach an. Ja. Wir haben ja den Flurnigate noch, also von daher. Ja. Aber das ist halt genau das, was ich befürchtet hatte, ne? Dass wir jetzt in der Situation landen, dass wir jetzt auch nichts mehr haben. Schon, aber wir wussten ja nicht, dass die Twinsaw reicht. Ja. Fair. Ja, den zu holen macht keinen Sinn. Go. Damit würde schon was weitergehen, aber nicht viel. Außerdem, jetzt haben wir schon committed, dass wir es nicht machen. Ja, weil der wäre dann noch Battleface-Angriff gewesen. Richtig. So, mal wenigstens mit dem Fenrir noch Backup, wenn der jetzt stürmen sollte. Ja, dürfen wir... Also mach mal Go, aber dürfen wir... mit Scareclaw Cash den Reichhardt bauen? Lighthardt, meine ich. Ich glaube, das ist einfach nur irgendein Scareclaw-Monster. Wir sehen es ja gleich. Ja, Scareclaw-Monster einfach nur, oder wie okay. Das? Okay. Hätte ja sein können, dass du irgendwie Scareclaw Stufe 4 oder niedriger oder so irgend so Bums sagt. Nö. Ich glaube, als der rauskam, gab es den noch gar nicht. Wir gehen Second gegen Cash. Ja. Gegen das Cash heißt, mit dem Schifter. Das heißt, Super Poli können wir vermutlich anzünden. Oh Gott, wir hatten doch letztens auch ein Cash-Deck eingesendet bekommen. Auf was haben wir da nochmal geendet? Irgendwas mit Heat Soul, oder? Irgendwas mit Heat Soul, ja. Aber sonst nichts Relevantes. Okay, also raus mit der Super Poli. So, das hier wird er wahrscheinlich live machen. Ja. Die Frage ist, lohnt sich's? Wollen wir Ash gegen ihn haben? Ich meine, er hat Karten, die geasht werden können. Das Problem ist halt, sobald der Unicorn auf dem Feld liegt. Ja, das Ding ist halt, was haben wir davon, wenn wir ihn über den Haufen ashen? Ich meine, er hat eigentlich so viele Surges, eine Ash macht dann nicht viel. Was ich jetzt überlegt hatte, wäre Pankratops Lightning Storm. Also ein Pankratops, zwei Lightning Storm. Ja. Oder eigentlich doppelt Pankratops. Ich glaube, Pankratops ist ganz gut gegen ihn. Und dann zwei Talents. Weil der schießt Burf kaputt. Dann noch zwei Talents einfach oder so dann. Ja, ich glaube, alles andere wollen wir haben, oder? Ja, ich meine, klar, Evenly ist Evenly, aber ich meine, das wollen wir raustun dafür. Ja, und Fenrir ist ganz gut, machen wir Finish. Und Fenrir ist ganz gut, um das gegnerische Cashboard zu brechen. Das Einzige, was man noch hätte überlegen können, wäre
Nee, eigentlich nicht. Das macht keinen Sinn. Hey, wir haben eine gesalte Karte gezogen. Mal gucken, wie wir mit dem Talents jetzt kommen. Wenigstens müssen wir uns keine Gedanken machen, dass ihr uns irgendwas aus dem Extra-Deck raushaut. Aber leider ist es auch kein Interrupt, insofern kann der sich jetzt erstmal gönnen. Er kann sich richtig gönnen. Ja. Der hat einmal alles. Auch deine Lieblingskarte. Ja. Das ist aber jetzt fast ein bisschen zu viel alles. Weil der hat jetzt gerade so alles, dass... Er nicht alles hinlegen kann und dann nichts mehr dahinter hat, oder wie? Ja schon, oder? Ja. Ja. Es gibt natürlich ein paar unlucky Sachen, die er jetzt theoretisch mit dem Mill treffen. Uah! Ist da jemand vor 3 Jahren hängen geblieben? Hallo Shangri-La, I guess. Kannst du mal... Das ist in Ordnung. Davon haben wir Multi... Oder wir haben mehr als einen Fenrir im Deck. Ja. Glaube ich. Weil das wäre jetzt sonst... Ja. Was macht die Prep nochmal? If your opponent activates a trap card or effect and you can... Ja, das ist egal. Wir haben nicht vor, Trap-Karten zu aktivieren. Nee, entscheidend ist der erste Effekt. You can special summon one Kashtira monster that is banished or in your hand. Okay. Was ist denn das jetzt? Henker. Die habe ich ja seit 100 Jahren nicht mehr gesehen. This card's attribute is also treated as each of the it's cannot be destroyed by battle. Also cannot be... Quick effect, you can target one monster, detach. Okay. Also, warte, er hat Sachen gemacht. Das Ding ist jetzt also auch Feuer und Wasser. Ja, er hat... Ja, okay, und er hat 2 Unicorns for what it's worth. Ja. Gut, dann würde ich sagen, aktivieren wir mal... Terraforming. Nee. Weil Drone eine Karte ist. Wir aktivieren direkt den Planet und gehen mal einen Fenrir suchen. Dann hallo Fenrir. Das ist ja noch kein, aktiver Effekt. Richtig, den hätten wir gerne. Und warte, du bist nur bei Spellcards, ne? Ja. Achso, und dann banisht ihr auch nur Karten aus dem Friedhof, das haben wir ja gar nicht. Ja, ja, das ist egal. Okay. Ich meine, der Fenrir allein hätte uns das Board nicht aufgeräumt. Aber er wäre sehr weit gekommen dabei. Ja, das ist richtig. Und sobald er irgendwas macht, haben wir noch Talents. Also ich kann sehen, warum er gedacht hat, hier wird's kritisch. Ja. Er war ein bisschen schneller. Er hat ja selber keinen Fenrir. Das heißt, wir hätten einfach fröhlich mit Fenrir eine suchen können und durch die Gegend extenden können. Stimmt, der hat uns da dann mit Unicorn die Karte aus dem Extra-Deck rausgeschossen, aber so what. Dann haben wir halt eine Karte weniger. Ja, und dann haben wir, und dann haben wir Talents, was er ja nicht weiß, aber wir haben dann Talents. Und wir haben keinen Rang 7, ne? Nee? Aber gut, trotzdem, dann haben wir Unicorn, das ist ja auch was. Ja, und vor allem haben wir dann den... Ich meine, muss überlegen, was wir alles haben, ne? Wir können Reichhardt suchen, dann normeln wir den Dreier, gehen in Leithardt, suchen was, ist egal, weil den Feedspell haben wir ja schon. Ja. Können Reichhardt specialen, was suchen, eine ziehen, weil 3 Death-Position-Monster rumliegen, können mit dem Feedspell sofort was zusammenballern, weil ja 3 Death-Position-Monster rumfliegen. Mhm. Also, wir haben schon viel. Ja, das ist schon richtig. Weil wie du es gesagt hast, der hatte zu viel. Der hat so viel Engine, dass der nichts mehr dahinter hatte. Weil das ist, was da liegt, ist legit nichts. Ja, du brauchst halt bei... Ja, das ist das Problem. Du brauchst halt bei Kashtira jetzt, da du den Vollidioten nicht mehr hast, ne? Du weißt schon, welchen ich meine. Die gute Karte. Reishardt. Dadurch, dass du Reishardt nicht mehr hast, brauchst du halt Non-Engine hinter deinem Blödsinn. Und die hatte er nicht. Ich meine, gut, ich hätte dann trotzdem noch kurz gewartet, was in dem Fenrir noch kommt, weil er kannte ja sonst nichts von uns. Ja.
Aber der wäre hier wahrscheinlich entweder in dem Zug gestorben oder wir hätten ihm alles weggenommen und ein Negate gebaut. Und ich meine, das Einzige, was dir macht, ist im Endeffekt eine Karte aus dem Friedhof rausschießen, ne? Sonst macht die ja nichts. Ja, und die kriegen wir ja sogar wieder, wenn sie dann irgendwann mal stirbt. Richtig, das ist nicht mal gebanished. Ja. Gut, dass sie nicht gebanished ist, ist gegen manche Decks ein Vorteil. Muss man auch dazu sagen. Ja. Aber das Ding kann halt nichts. Ich glaube, er war sauer, weil er verpeilt hat, weil er Fenrir plus Unicorn hinlegen wollte, das verbockt hat und stattdessen Doppel-Unicorn hingelegt hat. Und deswegen kam der Rage-Quit. Glaube ich, ist der Grund. Möglich. Aber selbst wenn da ein Fenrir gelegen hätte. Ich meine, wenn da ein Fenrir gelegen hätte, dann hätte es einfach schwieriger geworden. Wieso? Wir hätten da jetzt einfach erst Fieldspell gesucht, den anderen, aktiviert Fieldspell und es sind ja drei Death-Position-Monster da. Wir hätten den vier neue Instant kaputt schießen können. True. Und der kann ja nicht aus dem Friedhof holen, nur Banish, Pylon aus der Hand. Ah ja, stimmt, er hat ja drei Death-Position-Monster. Ja, wir hätten einfach den ersten Fieldspell über den zweiten aktiviert, bumm. Genau, dann wäre der Fenrir weg gewesen. Also es hätte null Unterschied gemacht. Ja. Okay. Ja gut, dann bis Mittwoch. Bis Mittwoch.